Die Zürcher Kies- und Transport AG, seit 1933 im Entsorgungs- und Recyclingbereich tätig, plant eine Erweiterung der Deponie Fuchsbühl in Glothen-Sirnach. Seit 2006 wird Material Typ B, das heißt die niedrigste Belastungsstufe von zu deponierendem Material, gesetzeskonform abgelagert. Um den Deponiebedarf weiterhin zu decken, ist eine Erweiterung erforderlich. In der erweiterten Deponie werden wie bisher Material des Typs B und neu auch unverschmutztes Aushubmaterial des Typs A abgelagert. Deponiematerial Typ A ist sauberes Erdreich, das bei der Erstellung von neuen Bauvorhaben anfällt, seien es Häuser, Straßen oder Infrastrukturbauten für den öffentlichen Verkehr. Deponiematerial Typ B sind Inertstoffe. Darunter versteht man leicht verschmutzten Aushub oder nicht recycelbare Bauabfälle, die zum Beispiel beim Rückbau eines Wohnhauses entstehen. Gemäß Schweizer Abfallverordnung gibt es 5 Deponietypen. Auf der Deponie Fuchsbühl darf nur Material der tiefsten Belastungsstufe, also Typ A und Typ B, abgelagert werden. Die Erweiterung der Deponie hat den Vorteil, dass die bestehende Infrastruktur weiterhin genutzt werden kann. Das Verkehrsaufkommen ist dem heutigen Betrieb ähnlich und die Betriebszeiten bleiben gleich. Bis 2026 wird das Volumen der bestehenden Deponie ausgeschöpft sein. Um den Weiterbetrieb nahtlos zu gewährleisten, soll spätestens 2025 mit den Bauarbeiten zur Deponieerweiterung begonnen werden. Für die Realisierung des Projekts ist eine Zonenplanänderung notwendig. In einer ersten Etappe wird der eingedolte Herbsbach freigelegt. Gleichzeitig wird auf dem bereits rekultivierten Deponiegelände neuer Wald aufgeforstet, während ein Teil des bestehenden Waldes auf dem Gebiet der Erweiterung gerodet wird. Die Ablagerungen finden etappiert statt. Jeweils eine Etappe pro Materialtyp wird in Betrieb sein. Dank dieser Vorgehensweise können zeitnah die Flächen wieder rekultiviert und der Landwirtschaft übergeben werden. Gegen Ende der Betriebsdauer wird das entstandene Tal zwischen der bestehenden Deponie und Erweiterung von West nach Ost verfüllt. Mit dem etappierten Rückbau der Infrastruktur werden die letzten Flächen der bestehenden Deponie ebenfalls verfüllt. Mit dem Abschluss der Erweiterung der Deponie wird eine optimale Eingliederung in die Landschaft gewährleistet. Die neue Landschaftsgestaltung betrifft die Flächen der bestehenden Deponie und deren Erweiterung. Nach der abschließenden Rekultivierung der Deponie Fuchsbühl entsteht auf der Ostseite ein größerer und qualitativ hochwertigerer Wald, als bisher auf dem Gebiet steht. Entlang der neuen Böschung auf der Westseite schlängelt sich der Herbsbach künftig offen durch die vielfältige Landschaft. Oberhalb wird die rekultivierte Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung stehen.